Hallo, heute zeige ich euch, wie man den Papierfilter für die kleine Chemex, also 1 bis 3 Tassen, richtig faltet, weil das auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert erscheint. Aber es gibt auch auf der Rückseite immer eine Anleitung. Das funktioniert folgendermaßen. Du legst den Filter flach auf einen Tisch und faltest ihn einmal in der Mitte. Dann knickst du diese kleine Ecke hier unten um und faltest den Filter noch einmal zur Mitte. Im Anschluss hast du wieder so eine Art kleine Tüte, wo die mehrlagige Seite immer nach vorne zeigen sollte. Und durchspielen nicht vergessen. Ciao!